Ja, wunderschönen guten Abend, 18 Uhr. Willkommen zum Webinar heute. Einführung in den neuen FlatTrader Pro. Das ist nämlich unsere neue Software, die wir seit Montag anbieten. Und ja, heute werden wir uns die Software ein bisschen näher angucken. Zunächst wirklich nur eine Einführung. Ich weiß, das sind natürlich sehr, sehr viele Fragen jetzt zu der neuen Plattform. Und das werden wir dann natürlich aber in folgenden Webinaren dann auch alles besprechen. Also wie gesagt, heute machen wir eine Einführung. Wir werden uns mal anschauen, wo wir alles was finden, wo wir was einstellen können, was die Einstellungen bedeuten. Und selbstverständlich können Sie aber dazu natürlich Fragen stellen. Aber wenn es etwas detaillierter dann wird, oder konkrete Fragen zu bestimmten Themen, dann würde ich Sie bitten, dann im nächsten Webinar dann das mit uns durchzugehen. Und dann zeige ich Ihnen auch direkt mal, wann das nächste Webinar sein wird. Und zwar am 3., genau hier, FlatTrader Pro Helpdesk. Da können wir wirklich dann auf gezielten Fragen eingehen. Wahrscheinlich sehr viele Fragen zur Order, Ordertypen, Charteinstellungen natürlich und vieles andere mehr. Das werden wir uns natürlich selbstverständlich auch heute angucken. Aber wie gesagt, heute geht es dann primär um die Einführung, damit man erstmal weiß, wo man was findet. Wenn wir schon auf der Webseite sind, dann zeige ich Ihnen natürlich, für diejenigen, die die Software noch nicht heruntergeladen haben, wo man den FlatTrader Pro findet. Und zwar bei uns direkt unter Software. Und dann sieht man auch schon den ersten Eintrag FlatTrader Pro. Dann klickt man da drauf, erhält man natürlich Informationen zu der Webseite. Da sehen Sie auch schon das erste Bild, wie es dann letztendlich aussehen kann. Und den Download finden Sie dann hier. Wie gesagt, können Sie hier noch ein bisschen was dazu lesen. Oder direkt unter Software Downloads. Wir haben den Download-Bereich auch etwas verändert. Sie sehen auch die anderen FlatTrader-Versionen von uns, beziehungsweise den FXFlat WebTrader Pro und hier den FXFlat Mobile Trader Pro. Da werden wir sicherlich auch noch ein Webinar dazu geben. Und für Sie als GB-Kunde wechseln Sie dann hier durch Klick auf diesen Link auf die richtige Download-Seite. Und dann haben Sie hier sogar noch eine Vergleichstabelle, welche Version was kann. Sie haben natürlich mit Ihren Zugangsdaten überall Zugriff auf alle Plattformen. Somit können Sie sich hier gleichzeitig sogar auch im FlatTrader Pro und gleichzeitig im WebTrader Pro sich einloggen und selbstverständlich dann auch unterwegs mit dem Smartphone Ihre Position dann entsprechend verfolgen. Sie klicken dann hier auf Web FlatTrader Pro und können dann auch hier entsprechend die Software herunterladen. Nach der Installation werden Sie dann folgendes Bild sehen. Und dazu wechsle ich einmal den Bildschirm. So, ich hoffe, das ist jetzt. Ist die Plattform zu sehen? Ich hoffe doch, ne? Einmal kurz eine Bestätigung, dass Sie dieses Login-Fenster jetzt sehen. Ja, sehr gut, vielen Dank. Genau, so wird es dann letztendlich nach der Installation aussehen. Hier wird natürlich noch frei sein bei Ihnen. Da geben Sie den Benutzernamen ein, den Sie auch schon bereits erhalten haben oder von früher noch hatten, von der alten Plattform. Und das Passwort selbstverständlich geben Sie dann auch ein. Das mache ich jetzt auch. Na, jetzt habe ich mich verschrieben. So. Und dann haben Sie hier direkt beim ersten Mal die Möglichkeit, die Sprache einzustellen. Voreingestellt, wie Sie sehen, ist Englisch. Wir wechseln natürlich auf Deutsch. Und dann klicken wir auf OK und ich hoffe, ich habe mein Passwort richtig eingegeben. Das sieht gut aus.
Und dann kriegen wir jetzt die ersten Daten rein. Sehr schön. Prima. So wird es dann aussehen beim ersten Mal, wenn Sie drin sind. Ich denke mal, einige Teilnehmer haben natürlich schon entsprechend die Plattform sich schon mal angeguckt und auch hier und da hat schon was verändert. Aber für diejenigen, die es jetzt zum ersten Mal sehen, so wird es dann auch bei Ihnen aussehen. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen die einzelnen Fenster bzw. Module mal durch. Ich werde natürlich auch hier und da schon ein paar Details zeigen. Ja, ich sehe das gerade, dass der Bildschirm flackert. Ich versuche nochmal einmal zurückzuwechseln und hoffe dann, dass das damit besser wird. So, ich glaube, das ist jetzt besser. Okay, super. Genau. Dann gehen wir die einzelnen Module durch. Wo finden wir was? Wo suche ich Instrumente, Charteinstellungen und so weiter, generelle Einstellungen? Und wie ich vorhin schon sagte, werden wir natürlich auch hier heute auch schon auf ein paar Details eingehen und dann weiteres dazu dann im nächsten Webinar. Was sehen wir hier zunächst? Ja, ich fange jetzt erstmal links an, und zwar die Marktsuche. Vom Namen her sollte eigentlich klar sein, was hier gemeint ist. Hier kann ich natürlich nach Instrumente suchen, die ich handeln möchte. Wir haben hier so eine Filterfunktion, die klicke ich jetzt auch an. Und wir sehen verschiedene Gruppen. Und wenn Sie bereits wissen, wo das Produkt zu finden sein wird, dann können Sie die Gruppe natürlich direkt schon auswählen. Das verkürzt nämlich die Suchzeit. Oder Sie wissen bereits, wie das Produkt heißt und geben das dann direkt ein. Wenn man den DAX handeln möchte, dann heißt es hier als CFD Germany 30 CFD. Das geben wir jetzt ein und Sie sehen bereits, dass dann Vorschläge dann von der Plattform auftauchen und dann können Sie das direkt, brauchen Sie das nicht zu Ende schreiben, können Sie direkt aussuchen. Wir wählen jetzt einfach hier den Germany 30 CFD und kriegen dann hier ja, unser Suchergebnis dann angezeigt. Und das möchte ich natürlich auch kurz mit Ihnen besprechen, was die einzelnen Spalten dann auch zu bedeuten haben. Die sind nämlich auch unter anderem sehr wichtig, um Informationen zu bekommen. Sollten Sie hier keine Preise sehen, die sich bewegen, kann es unter anderem daran liegen, dass hier kein Häkchen dran ist und da Preise zeigen. Ja, also schauen Sie mal, wenn Sie dann was gesucht haben, manchmal sind die nicht alle voreingestellt oder angeklickt. Dann einmal draufklicken, dann kriegen Sie natürlich die aktuellen Preise angezeigt. Sie haben gesehen, dass das hier teilweise noch überdeckt war, hier mit Doppelklick, dann vergrößert sich die Spalte dann automatisch. Status, ja, auch gar nicht so uninteressant, denn da sehen wir, ob der Markt gerade überhaupt handelbar ist. In dem Fall, ob es überhaupt offen ist oder nicht. Und Sie sehen hier, normal bedeutet offen, geschlossen eben zu. Dann haben wir hier den Namen, natürlich hier die Preise. Auch hier werden wir gleich darauf eingehen, denn Sie können auch hier direkt darüber handeln. Den Spread wird hier angezeigt. Hier sehen Sie die Veränderung des Tages und hier in Prozent. Und dann kommen wir auch zu den wichtigen Buttons hier. Und zwar der erste, sehen Sie auch dort. Sie werden auch auf der Plattform überall diese Mouse-Over-Effekt sehen. Also wenn Sie mit der Maus drüber gehen, dann kommt schon eine kleine Bezeichnung oder Information dazu, damit Sie auch wissen, worum es sich hier handelt. Und hier haben wir zum Beispiel Chart öffnen. Dann klicke ich drauf, dann wird ein neuer Chart geöffnet für uns. Auf den Chart werden wir gleich eingehen.
Wir haben hier zugehörige Nachrichten, denn mit dem FlatTrader Pro haben Sie Nachrichten, aktuelle Nachrichten oder beziehungsweise Nachrichtenfeeds stehen Ihnen zur Verfügung. Ja, darauf werde ich auch gleich eingehen und Ihnen das und Ihnen zeigen, wo Sie das finden. Dann für mich hier, ja, das Wichtigste oder der wichtigste Button hier in diesem Fenster: Informationen, detaillierte Marktinformationen anzeigen. Wenn Sie darauf klicken, dann wird eine neue Seite im Browser, also bei Ihnen, entweder Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome, angezeigt. Und dort finden Sie sehr wichtige Informationen zum Produkt. Und dazu schalte ich einmal nochmal um. Sehr gut. Das sollte jetzt, glaube ich, zu sehen sein. Hier auf dieser Seite oder anders. Früher hatten wir die Marktinformationen in Listen zusammengefasst und auch bei uns auf der Webseite natürlich online gestellt, damit Sie sehen können, welche Produkte sind überhaupt handelbar, zu welchen Konditionen etc. Das ist jetzt alles in der Plattform integriert. Wenn Sie irgendwelche Informationen zu Produkten haben möchten, dann werden Sie das alles hier über die Plattform finden. Wenn Sie dann das Produkt in der Suche gefunden haben oder ausgewählt haben, können Sie auf das kleine i drücken und Sie kriegen hier dann alle fünf Informationen, die Sie benötigen. Unter anderem, wie Sie sehen, links Margin-Faktor bedeutet einfach, welchen Hebel wir haben, hier Margin-Anforderung. Und Sie sehen, dass zum Beispiel ist das gestaffelt nach Anzahl, also nach Menge. Nennt sich hier bei uns mit dem FlatTrader Pro Step Margin, ja, also stufenweise, je nachdem, wie viel CFDs oder Einheiten im Devisenbereich Sie handeln, wird dann verschiedene Margin-Anforderungen gegeben sein. Sie haben hier eine Information zum Spread, zum Beispiel hier 8 Uhr bis 17:30 Uhr ein Punkt. Und so weiter. Dann weitere Informationen zum Punktwert, wie viel die Mindestmenge ist, die man handeln darf. Dann haben wir rechts dann weitere Informationen zum Margin und garantierte Aufträge, also garantierter Stop ist nämlich hier auch möglich. Und hier eine wirklich wichtige Neuerung ist die Preistoleranz. Das ist bekannt auch vom alten FlatTrader, hieß es da natürlich anders, da konnte man das einstellen. Die Preistoleranz ist hier die Einstellung, die man machen kann, um bezogen auf die Slippage, ja, die man bereit ist zu akzeptieren. Das bedeutet, man wird ja bei der Marktausführung zum nächsthandelbaren Preis ausgeführt. Und wenn hier eine Preistoleranz von 2 Punkten voreingestellt ist, dann bin ich bereit, 2 Punkte Slippage zu akzeptieren. Ja, wenn der nächsthandelbare Kurs nach dem Klicken bereits weiter entfernt ist als mein gewünschter Kurs und der liegt aber in diesem Bereich bis 2 Punkte, dann wird die Order noch ausgeführt. Alles über 2 Punkten wird dann nicht mehr ausgeführt. Ja, das ist dann ja, für Sie eine Sicherheit, dass Sie da nicht eine zu hohe Slippage bekommen. Und hier können Sie das natürlich dann einstellen. Sie haben hier natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das können Sie dann für alle Produkte, die Sie gerne handeln, natürlich einstellen. Okay, also wirklich, diese Seite ist wirklich sehr wichtig. Alle Informationen oder wichtigen Informationen finden Sie dort. Sollten Sie eine Information vermissen, dann sagen Sie uns natürlich Bescheid und wir versuchen Ihnen da diesbezüglich zu helfen. Also, ganz wichtig, diese Seite sollten Sie sich merken. Dann schalte ich mal zurück zu der Plattform. Nochmal zur Erinnerung, wir haben hier auf das i geklickt, auf das kleine i. Man sieht auch hier die Bezeichnung detaillierte Marktinformationen anzeigen und dann kommt man dann zu der vorherigen Seite.
Dieses Sternchen, da kann man den Wert, den man gerade gesucht hat, zu den Favoriten hinzufügen. Das werden wir auch gleich machen. Dann machen wir nämlich einen Sprung zu der Watchlist. Aber hier noch ein paar Punkte, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Und zwar einmal Handelsgröße. Könnten Sie hier direkt auch schon voreinstellen. Bedeutet, wenn wir nachher dann hier daraus hiermit handeln möchten, dann ist die Menge, die wir gerne ja, haben möchten, schon voreingestellt. Daneben finden Sie, Sie finden auch hier noch offene Positionen und ausstehende Aufträge. Das heißt, wenn Sie schon in diesem Instrument bereits eine Order drin hätten, dann würden Sie hier diesbezüglich eine Information bekommen. Und Auftrag, dann kommen wir zum Auftragfenster. Das machen wir natürlich dann auch gleich nochmal ausführlich. Und Delta und Volatilität ist für uns jetzt weniger interessant, denn man könnte auch mit der Plattform Optionen handeln, beziehungsweise auch Spread Betting machen. Das ist aber bei uns mit unserem Trading-Account nicht möglich. Okay? So, jetzt, damit ich Ihnen auch schon mal ein kleines Detail zeigen kann, jetzt möchten Sie diese Information gar nicht haben. Dann könnten Sie hier mit der rechten Maustaste hier oben in der Spalte klicken und natürlich dann selber hier entscheiden, was Sie angezeigt haben möchten. Also, wir haben gesagt, Volatilität und Delta brauchen wir in dem Fall nicht. Und so verkleinert sich natürlich das Fenster und man hat dann wirklich nur die Informationen drin, die man braucht. Dann machen wir auch direkt einen Sprung zu der Watchlist. Wir haben jetzt hier was eingestellt, beziehungsweise wir haben hier unsere Suche. Na, ich habe jetzt zum Beispiel Germany 30 CFD ausgewählt, aber man könnte auch hier eine andere Liste machen, zum Beispiel Popular German, und dann auf das entferne ich dann und klicke dann auf Suchen. Das vielleicht noch ganz wichtig, Sie müssen nicht unbedingt was eingeben, wenn Sie eine Gruppe ausgewählt haben. Zum Beispiel wie ich jetzt Popular German. Und lassen das Feld leer und drücken auf Suchen, dann wird er alle Produkte Ihnen anzeigen, die nämlich in dieser Gruppe vorhanden sind. Und Sie sehen, das ist im Moment das, ja, die Favoriten, die gehandelt werden. Und unter anderem sehen Sie auch hier den Tages-CFD. Das ist nämlich bei uns neu und ja, ich würde sagen, unser Highlight. Sie können den DAX für 0,8 Spread handeln. Aber der ist nur bis 22 Uhr gültig. Das bedeutet, Sie können Positionen, die Sie in diesem Produkt eingehen, nicht über Nacht halten. So, ja. Also, das bedeutet, Sie können diese Position natürlich intraday, also während des Tages eingehen und dann bis 22 Uhr schließen oder Sie müssen dann beziehungsweise bis 22 Uhr schließen oder die Position wird zwangsgeschlossen. Also es besteht keine Möglichkeit, diese dann am nächsten Tag mitzunehmen. Ich kriege gerade im Chat, dass der Ton manchmal weg ist. Können das andere bestätigen? Ich habe das Mikrofon jetzt ein bisschen näher gerückt. Ich hoffe, dass das jetzt besser wird. Ton ist gut. Okay. Alles klar. Gut, dann machen wir weiter. Also ganz wichtig, wenn Sie das handeln möchten, dann bitte das entsprechend beachten. Einen Moment, ganz kurz. So. Dann, genau, Watchlist. Wenn Sie jetzt die Produkte in der Liste, in die Watchlist hinzufügen möchten, dann können Sie das natürlich hier machen, wenn Sie ja schon bereits eine Watchlist erstellt haben. Aber da wir das Programm jetzt neu installiert haben, werden wir natürlich keine Watchlist schon drin haben,
Also klicken wir hier bei der Marktsuche auf neue Watchliste und Sie sehen, dass hier unser Suchergebnis schon vorausgewählt ist. Natürlich können Sie natürlich selber anklicken, was Sie haben möchten und was nicht. In dem Fall lasse ich alles angeklickt und vergebe einen Namen. Den mache ich jetzt Webinar und klicke auf OK. Und Sie haben hier eine neue Watchliste. Ja? Und hier ist auch eine Watchliste. Wir hätten auch hier drüber eine neue erstellen können, aber das ist jetzt so der einfachste Weg. Und diese Watchliste haben wir jetzt hier frei im Fenster. Und das wollen wir natürlich hier irgendwo auch integrieren. Wir könnten das natürlich auch so selber anordnen, aber um das entsprechend auch schön in der Plattform anordnen zu können, haben wir hier die Möglichkeit, dieses Fenster anzudocken. Und ich zeige Ihnen das, wie Sie das machen. Wenn Sie oben die obere Leiste mit der linken Maustaste klicken, dann sehen Sie, vielleicht können Sie das hier schon erkennen, so Andockpunkte, ja? Diese ganzen Fenster sind praktische Module, die Sie zusammenstellen können. Und wir haben einmal hier Andockpunkte für dieses Fenster. Und wie Sie hier vielleicht erkennen können, haben wir für die gesamte Plattform, also für das ganze Fenster, Andockpunkte. In dem Fall möchte ich hier, weil wir hier schon eine Watchliste haben, möchte diese da hinzufügen. Ich könnte jetzt natürlich hier rechts eine neue Watchliste machen oder darüber und dann entsprechend die Größe anpassen oder in die Mitte. Und das mache ich jetzt auch und dadurch kreiere ich hier Reiter. Okay? So, und da wir das hier zum Beispiel nicht mal brauchen, könnten wir das jetzt schließen und dann haben wir hier unsere Watchliste. Das Ganze könnten wir natürlich auch anders machen. Wir könnten auch die Watchliste hier hinzufügen und dann hätten wir zum Beispiel zwei Reiter, einmal Marktsuche, da gebe ich dann was ein und dann direkt daneben die Watchliste und könnte diese natürlich dann anzeigen lassen, weil ich dann daraus dann handeln würde. Hier haben Sie letztendlich auch dieselben Spalten und könnten dann auch hier mit der rechten Maustaste, wie vorhin gezeigt, alles anklicken oder deaktivieren, was Sie nicht haben möchten. Super. Hier haben natürlich auch dieselben Informationen. Und da auch diese Woche zum Beispiel mal gefragt worden ist, wie man das letztendlich so sortieren möchte, wie man gerne hätte. Ja, im Moment ist das zum Beispiel nach Alphabet geordnet, aufsteigend, das wäre absteigend. Und wenn ich nochmal draufklicke, dann ist keine Sortierung angeklickt und ich kann selber dann meine Liste ja praktisch anordnen, indem ich einfach das Instrument nehme. Und Sie sehen auch hier Before, After so anordnen, wo ich das gerne haben möchte. So zum Beispiel den Eurostock möchte ich als erstes haben. Dann schaue ich, dass es hier Before Japan, weil der ist an erster Stelle, anklicke und dann habe ich das dort da oben. Ja, also dazu noch ein ganz kurzer Hinweis, weil diese Frage diese Woche auch gestellt worden ist. Okay, gut. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch handeln. Ja, wir lassen den Chart jetzt erstmal weg und schauen uns jetzt mal das Handelsfenster an. Wenn wir jetzt hier draufklicken, dann würden wir natürlich kaufen wollen und das machen wir jetzt auch und dann kommt das neue Fenster. Dieses Fenster kommt, weil wir hier oben unser Handelsmodus entsprechend so eingestellt haben. Und zwar, ich mache das hier nochmal kurz zu. Hier oben rechts sehen Sie bei Handelsmodus ein D. Wir können hier mal draufklicken und dann sehen Sie, dass D Auftragsanfragefenster bedeutet. Das, was wir eben gesehen haben. Wir haben noch eine zweite Option und zwar ist das One-Click-Aufträge. Wenn wir das anklicken, meine Damen und Herren, dann kriegen Sie natürlich einen Risikohinweis, den Sie erstmal bestätigen müssten. Das machen wir. Und wenn ich jetzt hier nochmal draufklicke, dann wird dieses Fenster nicht mehr kommen.
sondern der Auftrag wird dann natürlich sofort ausgeführt. Ja, also wir haben ja hier den Tagesdax noch mit 0,8 und ich mache das jetzt einfach mal, damit Sie sehen, was dann auch passiert. So, Sie können ihn jetzt, ich habe einen kleinen Hinweis auf der anderen Platte, auf dem anderen Monitor bekommen, dass der Auftrag ausgeführt wurde. Und hier unten in dem offenen Positionenfenster sehen Sie dann auch jetzt aktuell meine offene Position. Also bitte darauf achten, wenn Sie hier Handelsmodus entsprechend einstellen, dann entweder, dass Sie One-Click haben, dass die Order dann sofort ausgeführt wird, und zwar auch die Menge, die hier eingestellt ist, ja, oder Sie entsprechend hier das auswählen und dann kommt nochmal das Auftragsfenster, was Sie natürlich dann erstmal bestätigen müssen. Jetzt die Frage, gilt das natürlich auch für Auftrag? Ne? Diese Option haben wir nämlich hier auch. Da kommt tatsächlich dann immer noch das Fenster als Voreinstellung bzw. was man dann erstmal bestätigen muss. Und wir bleiben jetzt auch hier bei dem Auftragsfenster und Sie sehen hier als Auftragstyp Eingabe. Würde bedeuten, dass wir ein Limit einstellen, ja, also eine Pending Order. Wir können das natürlich ändern zu Markt oder OCO, also One Cancels the Others. Und wir springen erstmal zum Markt und dann bekommen wir natürlich die Richtung, die wir ja, letztendlich kaufen möchten oder verkaufen. Und Sie haben die Option Hedge. Und das ist ja eine sehr, sehr wichtige Funktion. Wenn ich hier Hedge anklicke, ich denke, die meisten sind mit dem Begriff vertraut, dann bin ich in der Lage oder habe ich die Möglichkeit, zwei gegenläufige Positionen einzugehen. Und zwar ja, natürlich einmal long und einmal short. Ja? Wenn Hedge nicht angeklickt ist, wie es zurzeit gerade ist, dann werden die Positionen gegeneinander verrechnet. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein DAX long bin und würde jetzt verkaufen klicken und klicke nicht auf Hedge, dann würde ich diese Position, meine Long-Position schließen. Okay? So. Wir haben jetzt gerade aktuell ein Long drin und ich verkaufe wieder ein CFD und klicke nicht auf Hedge und übernehme. Und wenn alles gut geht, sollte die Position damit geschlossen werden. Was machen wir jetzt? Und die Position ist geschlossen. Nun werden wir das Ganze mit Hedge machen. So, ich bin jetzt wieder einmal drin, gehe dann hier in den Auftragsfenster, das müsste ja der sein, korrekt. Unter Auftragstyp, klick Hedge und verkaufe und mal schauen, was dann passiert. Dann sehen Sie, dass plötzlich diese Zeile sich verändert hat. Da brauchen Sie jetzt keine Panik haben, die Long-Position ist nicht weg. Sie sehen Menge 0. Eigentlich logisch, denn wir haben die beiden Positionen ja jetzt gegeneinander aufgestellt. Ja? Und hier sehen Sie dann unrealisierte Gewinn und Verlust. Aber zu diesem Fenster kommen wir dann später, weil auch hier jetzt hier in dem Chart, in dem Chat, die Frage gestellt wurde, wie bekomme ich das Fenster offene Position? Das werde ich Ihnen gleich sehr gerne zeigen. Okay, aber bleiben wir erstmal bei der Order-Aufgabe. So, wie gesagt, diese Zeile hat sich jetzt verändert und Sie sehen jetzt hier ein Plus. Wenn Sie da draufklicken, dann sehen Sie natürlich beide Positionen, die gleichzeitig im Markt sind. Okay? Aber dazu werden wir jetzt auch gleich wirklich dann etwas detaillierter eingehen. Nur damit Sie schon mal gesehen haben, wie dieses Orderfenster oder Auftragsfenster funktioniert. Aber wir werden da nochmal drauf eingehen, denn wir haben noch zwei verschiedene andere Auftragstypen. Die Positionen werde ich jetzt schließen. Sie haben die Möglichkeit, die einzelne Position zu schließen, also Position schließen hier, dann würde die verbliebene Position wieder hier oben angezeigt werden
oder Sie können direkt alle schließen. Für Markt bedeutet jetzt hier zum Marktpreis bzw. Marktausführung. Ja, das mache ich jetzt und dann. Sie können das, vielleicht haben Sie ja bei Ihnen schon bereits gesehen, dass immer wenn eine Order ausgeführt wird, Sie eine kleine Informationsbox eingeblendet bekommen. Das kommt jetzt bei mir auch nur auf den anderen Monitor. So, wir klicken jetzt nochmal hier Auftragsfenster. Na, das ist der Tagestax. Okay, also Markt, da waren wir. Dann einmal haben wir hier noch eine Option Stops und Limits. Gut, ich denke, falls Sie das bereits schon gesehen haben, sollte das relativ klar sein. Sie können natürlich hier Ihre Stops einstellen. Sie kriegen hier immer angezeigt, unter welchem Preis oder über welchen Preis, je nachdem, diese Stop-Order mindestens sein muss. In dem Fall hier 53,51, also tatsächlich den aktuellen Bitpreis. Und wir stellen, ich könnte jetzt hier einfach 10.000 einstellen und so weiter. Ja, dann sehen Sie hier, wie viel automatisch, wie viel Distanz das jetzt in Punkten wären und die Menge natürlich, was wir hier eingehen und gültig bis, haben Sie ja auch drei Optionen. Einmal Zeit, Sie können diese Order zeitlich limitieren, ja, dass Sie bis so und so viel, so und so viel, so und so viele Tage oder Uhrzeit gültig ist. Abgebrochen heißt hier good till cancel. Bedeutet, ist so lange gültig, bis Sie das letztendlich selber die Order löschen, wenn die noch nicht ausgeführt wird, oder Tagesschluss, also für den aktuellen Tag. Ja, ich sehe gerade, es sind ein paar Fragen gekommen, werde ich gleich natürlich darauf eingehen. Und Limit natürlich dann genau selbe Vorgehensweise. Jetzt, meine Damen und Herren, ist natürlich eine super Funktion, und zwar der Margin-Rechner. Sie kriegen hier angezeigt, wie viel Margin Sie für diese Position hinterlegen müssten. Ja? Und Sie sehen in dem Fall 25. Und das ist auch hier eine Besonderheit bei diesem Produkt, bei dem Tagestax. Da brauchen Sie nämlich weniger Margin zu hinterlegen. Also Standard ist bei uns 0,5%, wären also circa jetzt bei dem aktuellen Stand. Für ein CFD würden Sie 50 Euro hinterlegen. Und für den Tages-CFD brauchen Sie nur 0,25% zu hinterlegen. Und Sie sehen hier in Euro ausgedrückt sind das 25 Euro. Okay? Ich denke, ja, das Fenster gibt Ihnen sehr viele Informationen. Sie haben hier zu dem Stop, haben Sie noch garantierte Stops. Allerdings müssen Sie da die Mindestdistanz beachten. Und Trading Stops war bis dato nicht drin, wurde jetzt hinzugefügt diese Woche. Allerdings wird diese Funktion noch weiter ausgebaut. Deswegen, wenn Sie das gerne testen möchten, dann bitte auf dem Demokonto. Und ansonsten zu der Marktausführung, wenn Sie das also Auftragstyp Markt wählen, dann haben Sie hier, wie gesagt, die Möglichkeiten, das Ganze entsprechend einzustellen. So, dann kommen wir zu der Eingabe, was jetzt letztendlich eine Limit Order entspricht. Da geben Sie auch die Richtung ein, kaufen oder verkaufen, zum Preis, Menge und so weiter, gültig bis, auch so wie eben bei der Marktausführung, und da geben Sie auch Stop und Limit ein. Denn da komme ich jetzt darauf, komme ich dann darauf zurück, auf die Fragen nämlich, die im Chat gestellt worden sind, und zwar ob man vordefinieren kann, wie viel Punkte oder Pips, je nachdem, was man handelt, schon voreinstellen kann. Also bei der Orderaufgabe, wenn ich jetzt ein Limit einsetze, dass dann automatisch für Sie 20 Punkte oder 20 Pips Stop-Loss eingestellt wird. Ja, dass Sie diese Eingabe dann nicht mehr machen müssen, sondern automatisch drin ist. Diese Funktion ist zurzeit noch nicht in dem neuen FlatTrader Pro. Das haben wir aber bereits
auch schon weitergegeben. Und ich denke, es wird nicht lange brauchen, bis wir diese Funktion auch drin haben. Sie sehen ja auch mit dem Trailing Stop hat ja relativ schnell funktioniert. Also aktuell, so wie Sie es vom alten FlatTrader Pro kennen, ist es noch nicht möglich. Ja? Dann gibt es einen Wertrechner zur Lot-Size-Bestimmung. Den gibt es noch nicht. Ich denke mal, das wird auch eine Funktion sein, die wir in Zukunft hinzufügen können. Aktuell müssen Sie aber Ihre Positionsgröße entsprechend selber berechnen. Und wie Sie zum Demokonto kommen, wenn Sie bereits ein Live-Konto haben, können Sie bei uns auf der Webseite sich einfach für ein Demokonto registrieren oder melden Sie sich einfach bei uns, bei unserem Service. Wir erstellen da gerne auch für Sie ein Demokonto. Okay, dann gehen wir weiter. Unter Auftragstyp haben wir noch OCO und dann vergrößert sich das Fenster natürlich etwas, denn Sie geben ja hier zwei Order gleichzeitig. Ja? Also wenn Sie zum Beispiel Ausbrüche handeln und Sie bewegen sich gerade in der Range und sagen, wenn der nach oben ausbricht, möchte ich dabei sein oder nach unten, dann möchte ich auch dabei sein. Und wenn eine Order ausgeführt wird, dann soll bitte automatisch die andere gelöscht werden und nicht weiterhin im Markt bestehen bleiben. Damit können Sie das hier dann entsprechend auswählen. Die Funktionen bleiben natürlich gleich. Ja? Also Sie geben natürlich an, welchen Preis und Stop und Limit. Gut, meine Damen und Herren, das waren die drei Order-Typen. Ja? Also wie gesagt, nochmal kurz zur Wiederholung. Sie können direkt hier eine Position eingehen, darauf achten, dass Handelsmodus entsprechend auf, in dem Fall hier auf 1 steht und nicht auf D. Wenn Ihnen das zu, ja, risikoreich ist und Sie denken, oh, manchmal verklicke ich mich und möchte gar nicht in Position eingehen, dann belassen Sie es bei D und dann kriegen Sie immer noch ein Fenster, was Sie bestätigen müssen. Ja, und auch hier haben Sie natürlich unsere Informationsseite, die Sie anklicken können. Gut. So, jetzt kommen wir hier zu dem Fenster offene Position. Wir haben ja eben schon gesehen, ich gehe jetzt einfach mal eine Position ein. Wir haben eben schon gesehen, die Position hier drin und Sie sehen auch in der Spalte, welche Informationen Sie jetzt erhalten oder sehen können. Auch hier haben Sie die Möglichkeit natürlich mit der rechten Maustaste entsprechend das auszuwählen, was Sie benötigen. Sie sehen hier, unter Schließen könnten Sie die Position direkt schließen. Ja, Sie hätten auch die Möglichkeit, und zwar, lassen Sie mich mal schauen, da zeige ich Ihnen gleich, im Reiter haben Sie auch die Möglichkeit, alle Positionen zu schließen. Und was ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, hier bei der Marktsuche, hier kriegen Sie eine Information, ne, bei den offenen Positionen, bei diesem Produkt, dass Sie hier eine Order drin haben. Okay? Wenn Sie drauf, mit dem Maus einfach drüber halten, dann kriegen Sie auch eine kurze Information dazu. Gut, mit der rechten Maustaste haben Sie die Möglichkeit, die Position zu schließen. Und die Position zu schließen. Sie können die Position umkehren. Was bedeutet das? Sie schließen, wenn Sie der Meinung sind, der Markt oder die Richtung wird sich möglicherweise drehen und Sie sind nicht mehr davon überzeugt, dass in dem Fall jetzt hier, ich glaube, ich habe die jetzt gekauft, ja genau. Also wenn ich jetzt nicht mehr überzeugt wäre, dass die Position weiter in meine Richtung läuft, dann könnte ich hier mit der Funktion Position umkehren, direkt eine Short-Position eröffnen, natürlich mit derselben Menge, ja, das mache ich jetzt auch. Und Sie sehen, die Kauforder wurde für mich automatisch geschlossen und gleichzeitig wurde automatisch schon die Position dann wieder verkauft, beziehungsweise ich bin in den DAX Short gegangen. Ja, ganz kurz zu den Demokonten. Die zwei Teilnehmer, die jetzt was dazu geschrieben haben, sie bekommen dann noch diesbezüglich eine Information von uns. Wir melden uns bei Ihnen und helfen Ihnen dabei. Ja, ich habe mir den Namen aufgeschrieben.
Wir werden uns bei Ihnen melden. Dann weitere Funktionen, alle schließen, also wenn wir tatsächlich jetzt sehr, sehr viele offene Order drin hätten und wir wollen jetzt komplett alles schließen, dann könnten wir das hier machen. Das ist nämlich hier unsere Verkaufsposition, alle Positionen schließen und so weiter. Ja, und hier, falls wir eine Marktorder drin haben und wir haben noch keinen Stop und Limits eingegeben, haben wir hier die Möglichkeit, dann nachträglich entsprechend alles einzustellen. Gut. Und das sind einfach Eigenschaften, da können Sie die Schriftart ändern und so weiter. Dann haben wir hier auch hier mehrere Reiter. Handelsverlauf, da würden jetzt meine Positionen oder alles, was ich so gemacht habe, wäre hier angezeigt. Sie sehen hier, was ich so alles in dem seit der Eröffnung alles gemacht habe. Ganz detailliert plus alle Positionen. Hier haben Sie ausstehende Aufträge. Heißt, wenn ich jetzt hier eine Limit Order, das mache ich jetzt einfach mal so, na. Und ja, der will jetzt mich ein bisschen ärgern. Dann machen wir es halt so. Ich mache jetzt hier einfach eine Limit Order rein, so 10.040 zum Beispiel. Lasse jetzt Stop und Limit weg und gebe übernehmen. Dann finden wir das jetzt hier unter ausstehende Aufträge. Geschlossene Aufträge, ja, haben wir jetzt nicht. Wenn wir das jetzt schließen, und das machen wir, entfernen. Dann sollte das entsprechend hier zu sehen sein. Korrekt. Das heißt, diese geschlossenen Aufträge wurden nicht ausgeführt, sondern geschlossen. Manuell oder eben je nachdem, was wir unter gültig bis eingestellt haben. Handelsaktivität, also hier detailliert jede Veränderung, die wir gemacht haben und auch vom System bestätigt wurden. Und Alarmaktivität hätten wir hier drin was. Wenn wir im Chart einen Alarm eingestellt hätten. So, jetzt haben Sie dieses Fenster eventuell nicht, weil Sie schon mit dem Programm gearbeitet haben. Das war nicht die erste Anmeldung von Ihnen. Und jetzt wollen Sie das wieder im Fenster drin haben. Das finden Sie unter Ansicht, Handelsfenster und Sie sehen hier die vier Sachen drin. Ich kann das gerne mal schließen. Ich schließe auch die Position hier. So. Und das auch noch. Und das. Alles weg. Jetzt gehe ich hin. Handelsfenster auf eine Position. Habe hier natürlich erstmal frei im Fenster drin und möchte das wieder hier unten haben oder wo auch immer. Wieder einen Andockpunkt auswählen und dann entsprechend alles hinzufügen. Ich mache das jetzt noch mit dem Handelsverlauf. So, und ich will das jetzt wieder als Reiterfunktion haben. Dann klicke ich das in der Mitte. Und Sie sehen auch direkt, was auch farblich markiert ist, wo das Fenster letztendlich hineinkommt, als Bestätigung für Sie, damit Sie wissen, wo das jetzt tatsächlich hinzugefügt wird. Und das machen wir. Dann haben wir das hier wieder unten drin. Und das können Sie natürlich dann für alle anderen Fenster auch machen. Okay. Dann kommen wir natürlich hier zum wichtigsten oder nicht zum wichtigsten, aber auch sehr wichtig, den Chart. Und wir nehmen jetzt hier, machen wir den DAX auf. So. Sie sehen zunächst die Grundeinstellung. Sie haben hier zwei verschiedene Linien drin. Sie haben ein Gittermuster oder so ein Gitternetz. Sie sehen rechts natürlich die Preisskala. Sie haben hier zu dem Preis haben Sie noch zusätzlich so einen Countdown. Ja, das ist nämlich die Anzeige, wie viele Minuten jetzt noch vergehen werden bis zu der nächsten neuen Kerze. Das bedeutet, wir sind jetzt hier im 30-Minuten-Chart in 14 Minuten und 43 Sekunden. Wird dann die neue Kerze entstehen, ja, beziehungsweise wird diese Kerze dann geschlossen. Manche brauchen diese Information, andere nicht.
Und ich zeige Ihnen natürlich gleich, wie Sie das abstellen oder deaktivieren können. Aber jetzt erstmal ganz grob, was wir hier überhaupt alles sehen. Sie sehen hier die Möglichkeit, ja, ein Produkt oder ein Instrument direkt aus der Watchliste auszuwählen. Ja, ich könnte jetzt natürlich hier ändern, Wall Street, also den Dow Jones und so weiter. Dann können Sie hier natürlich die Timeframe, also das sollte natürlich klar sein. Hier ganz nützlich. Und zwar können Sie den Preis anzeigen lassen oder anders. Sie können verschiedene Preise anzeigen lassen. Einmal den Ask- und Bid-Preis und Mitte. Das heißt dann letztendlich ja, den Mittelwert der beiden Preise. Und Standard ist normalerweise Bid. Das stelle ich auch immer für mich ein. Hier haben Sie die Möglichkeit, ja, die Kerzen oder die Chartdarstellung entsprechend zu ändern. Das sind ganz normale Candlesticks. Dann haben Sie ja auch Heike-Nashi-Candlesticks und so weiter. Renko, wenn Sie das möchten. Also da haben Sie sehr viel Auswahl. Unter Zeichenwerkzeuge. Da können Sie Kommentare hinzufügen. Sie können Freihand zeichnen. Das finde ich eine sehr schöne Funktion. Sie können tatsächlich dann hier frei zeichnen, wenn Sie zum Beispiel so einen Trend einzeichnen möchten und so weiter. Ja, und jetzt habe ich was eingezeichnet und habe das jetzt angeklickt und könnte das natürlich entfernen mit der Entferntaste auf der Tastatur zum Beispiel. Oder ich könnte das auch hier unter Löschen. Und alles löschen wäre alle Objekte, die ich da drin hätten. Ja, Symbole, Linien und so weiter. Das können Sie natürlich alles in Ruhe ausprobieren. Fibonacci Retracement selbstverständlich können Sie auch einstellen. Dann haben wir hier die Ansicht. So, wie angesprochen ist hier das Gitternetz ist standardmäßig aktiviert. Ich könnte es deaktivieren, ja, und dann könnte ich hier Autoscroll anklicken, Hoch-Tief-Zonen. Das ist nämlich das, was Sie hier gerade sehen. Und zwar, wir sind jetzt hier auf eine Stunde in einem Stundenchart. Und hier wird der Tageshöchstkurs und Tagestiefskurs angezeigt. Okay? Für manche Zwecke sehr nützlich, auch das direkt im Chart drin zu haben. Falls Sie das nicht möchten, könnten Sie das hier direkt einstellen und zwar in dem Fall keine. Okay? Und jetzt, meine Damen und Herren, das ist nämlich, das war wirklich auch eine Frage, die sehr oft gestellt worden ist. Und zwar, ich gehe hier eine Position ein, den DAX. So, jetzt kriegen wir hier diese Blase, dieses Informationsfenster, ja? Und dann könnten Sie das entsprechend, ja, die Position verändern, wenn Sie möchten. Nun gab es aber auch Kunden oder auch Trader, die sagen, nee, stellen Sie sich vor, ich habe da fünf Indikatoren, drei Limit Order, noch zwei offene Positionen und so weiter und so weiter. Dann sehe ich ja den Chart vor lauter Informationsfenster nicht mehr. Das können Sie hier ganz leicht ausblenden und zwar unter Chartstufen. In dem Fall wäre das Positionen. Wenn ich das anklicke, ist das weg. Und Sie sehen hier noch sehr viele weitere Funktionen, wo entsprechend so eine Informationsblase auftauchen würde. Und das hier wäre dann die Limit Order, die Pending Order und für Indikatoren wäre zum Beispiel das hier oder Entschuldigung, das hier, Indikatoren-Labels oder Handelssysteme-Labels, denn in der Plattform sind auch automatische Handelssysteme bereits integriert. Aber hier finden Sie schon mal die Möglichkeit, das entsprechend auszublenden, ja, unter Chartstufen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man dahin kommt. So, dann, weil wir jetzt gerade hier bei Hochtief und so weiter sind, kam hier die Frage im Chat, wie stelle ich die Hoch-Tiefzonen für alle Charts aus? Sie haben zwei Möglichkeiten. Ne, eigentlich haben Sie eine Möglichkeit.
Sie könnten jetzt Chart kopieren, ja, und zwar möchte ich mal ganz kurz gucken. Genau, Sie könnten unter Ansicht Chart kopieren, dann wäre der, würde er die Einstellung sofort übernehmen. Oder aber Sie speichern diese Vorlage natürlich hier unter Chartvorlagen, können Sie speichern als und nehmen das dann entsprechend für jeden Chart, den Sie dann öffnen. Okay, dann brauchen Sie die ganze Einstellung nicht mehr machen. Global ist das im Moment noch nicht möglich. Ja? Gut, dann, genau, dann waren wir hier Ansicht. Dann waren wir hier Ansicht und dann waren wir hier bei der Quotenplatte. Ja, ja, die Bezeichnung könnte man auch anders, hätte man auch anders wählen können, aber nun heißt sie nun mal so und zwar ist damit gemeint ein One-Click-Fenster. Und das ist hier oben angezeigt. Ja, je nachdem, was Sie hier für einen Handelsmodus haben, wie gesagt, gilt genauso wie hier, könnten Sie jetzt sofort eine Order aufstellen oder eingehen. Jetzt bin ich die Order eingegangen, ich sehe aber nichts. Nun habe ich das ja, diese Blase ausgestellt oder ausgeblendet und entsprechend aber als Bestätigung sehe ich das hier unten. Also wenn ich das jetzt zur Bestätigung nochmal reinziehe, dann sehe ich da, wie gesagt, meine Order. Okay? Und so, das schließe ich wieder, Position schließen. Dann haben Sie auch direkt gesehen, wie Sie das mit der, auch aus dem Chart heraus die Position schließen können. Ich zeige Ihnen das gerne nochmal. Wenn Sie das hier haben, diese Blase, dann können Sie mit der rechten Maustaste entsprechend auch hier Stop und Limit noch nachträglich einstellen oder die Position schließen. Andererseits, andere Möglichkeit wäre dann natürlich hier in dem Fenster hier unten. Und hier haben Sie auch die Informationen, Marktinformationen können Sie direkt von hier aus starten, die Nachrichten, noch einen Chart öffnen und dann entsprechend das Produkt in die Watchliste hinzufügen. Sie sehen hier den Spread, die Menge. Und hier ist noch ein kleiner Pfeil. Hier sind voreingestellte Mengen. Ja, die zeige ich Ihnen natürlich auch noch. Und da können Sie dann direkt die Menge auswählen und sofort in den Markt gehen, um da entsprechend ja, die Schnelligkeit zu verbessern, damit Sie da keine Zeit verlieren bei der Orderaufgabe. So, was haben wir denn hier? Die Aufzeichnung wird bei uns auf der Webseite gehen unter Training Videos. Das, also sobald so. Sobald die Aufzeichnung jetzt klappt, technisch, werden Sie dort das finden. Und ansonsten sind noch Fragen. Ist das Chartfenster vergrößerbar wie bei der Vorgängerversion? Also, Sie können natürlich hier noch sich bewegen, ja, also mit der Maus einfach klicken und entsprechend die Zeit, den Chart nach links und nach rechts bewegen. Oder Sie können das auch hier unter Skala entsprechend den Chart verkleinern, auch nach oben oder nach unten, je nachdem. Und so Ihren Bedürfnissen anpassen. Okay? Dann können Sie auch direkt hier festhalten und entsprechend ändern. Sie können natürlich auch ja, die ausgeführten Trades im Chart anzeigen, also dass Sie genau sehen, wo Sie eingestiegen sind und wo Sie ausgestiegen sind. Das ist meiner Meinung nach noch nicht drin. Da würde ich mich aber noch erkundigen, ob und wann wir das dann sehen könnten. Okay. Dann, ui, da sind aber jetzt viele Fragen reingekommen. Ich versuche die mal jetzt alle mal kurz durchzugehen, bevor ich hier was Neues mache. Lassen Sie sich mal schauen. So, Hoch-Tiefzone haben wir gemacht. Das Webinar wird aufgezeichnet, ja, auch nach dem Speicher. Ich an die Linie weit. Probieren wir das mal aus. So, ich habe diese
jetzt meinen Chart eingestellt. So, dann werde ich das jetzt mal speichern als Webinar. Okay. Und dann werden wir das, versuchen wir das hier mal anzuwenden. Könnte ich auch so machen mit der rechten Maustaste. Vorlage laden, Webinar. Und ja, Sie haben recht, dann ist es immer noch da drin. Dann müssten Sie das tatsächlich vorher hier entsprechend unter Ansicht auf keine stellen. Ja? Richtig. Gut. Dann nächste Frage. Kann ich durchgeführt im Chat anders machen? Okay. Dann bitte nochmal die Frage zu Chart, Chatfenster vergrößerbar. Der Teilnehmer, der diese Frage gestellt hat, bitte dann nochmal stellen. Genau, also zu Trailing Stop hatte ich am Anfang gesagt, das ist gerade noch, da werden noch sehr viele Funktionen noch hinzugefügt. Das sind so die ersten Einstellungen schon drin. Deswegen bitte erstmal auf dem Demokonto ausprobieren und da sich noch ein paar Tage gedulden, bis tatsächlich voll funktionsfähig ist. Wo stellt man denn das alles in Deutsch liegen? Wenn Sie die Plattform noch auf Englisch haben, dann bitte hier unter Umgebung, Sprache und dann entsprechend, wenn Sie das beim Login-Fenster nicht gemacht haben, hier dann auf Deutsch umstellen. Ja? Teilverkäufe können Sie natürlich ja dadurch machen, indem Sie zum Beispiel Markt jetzt 5 eingehen und dann würden Sie ein Stop-Limit setzen oder eine Eingabe-Order und eine Menge 2 zum Beispiel und dann weiter hier unten 3 und dann hätten Sie 2 Teilen Ausführung. OCO in Position in dem Fall nicht, weil OCO ist wirklich, wenn eine, Sie könnten natürlich, wenn Sie jetzt nicht wissen möchten, ob der Chart nach oben oder nach unten geht und Sie wollen dann entsprechend in den Markt einsteigen, dann nutzen Sie eine OCO, denn dann wird die andere Order direkt gelöscht. Bin erst später dazugekommen, wurde schon geklärt, ob Tickbar-Charts eingestellt werden kann. Also Ticks sind meiner Meinung nach drin. Aber allerdings können Sie noch nicht oder ist noch nicht einstellbar die verschiedenen Tick-Charts. Ja, jetzt haben Sie einen Standard-Tick-Chart drin. Ich denke, das wird dann auch noch später ergänzt. So, wie kann ich Zeitangabe nur für bestimmte Zeitbereich einstellen? Meinen Sie das hier? Diese Angabe hier? Also, dass Sie nur für bestimmte Zeitebene das haben wollen. Bitte einmal ganz kurz. Kann man mehrere Zeit, zum Beispiel Tagstunden, mit Werten der Watchliste verknüpfen? Nein, es gibt noch keine verknüpften Charts, wie es im alten FlatRater gab. Auch das steht auf der To-Do-Liste. Eine generelle Anpassung der Fibel ist wohl derzeit auch nicht möglich. Doch, ist möglich und zwar finden Sie das unter Charteigenschaften. So, jetzt muss ich mal selber gucken. Warten Sie. Das war etwas versteckt. Ich glaube, das war hier. Zeichenwerkzeuge, Fibonacci Retracement und dann können Sie hier unter definieren. Können Sie dann entsprechend die Levels anpassen, wie Sie das gerne haben möchten. Dann gibt es einen Pip für Fox Forex Pair. Möchte mir anzeigen lassen, wie viele Cent pro Pip man gewinnt bzw. verliert.
Da können Sie natürlich auch, wie gesagt, unter dem Informationen in der Informationsseite, also ich mache hier mal alle Märkte, Euro, US-Dollar. So, dann machen wir das hier kleiner. Klicken Sie hier drauf, da finden Sie alle Informationen, aber Sie sehen das nicht in dem Auftragsfenster drin. Dann so, wenn in einer anderen Vergrößerung, Teilnehmer mit dem Nachnamen oder beziehungsweise der Herr Doktor, bitte nach dem Webinar auf uns zukommen, sodass wir Ihre Frage dann beantworten können. Ja, also beziehungsweise können wir auch gerne morgen nochmal klären. Genau, der Germany 30er Tagessafety ist nicht zu finden. Okay. Dann schauen wir mal. Also, Sie geben schon Germany 30 ein. Dann sollte hier unten der letzte Eintrag Tuesday, also für Donnerstag, CFD drin sein. Morgen werden Sie ein FR drin sehen und das bedeutet dann Friday. Ja? Wenn Sie das gar nicht sehen können, dann bitte auch sich bei uns melden beim Service. Ich glaube, ich weiß wahrscheinlich, worin es liegt. Ja, bitte dann einmal dann uns eine E-Mail schreiben, dann kann ich Ihnen da gerne diesbezüglich helfen. Eine Umkehr in der Position über die Stoppmenge ist leider nicht möglich. Also Sie haben eine Position drin und würden zum Beispiel, also Beispiel, ich gehe jetzt ein CFD rein und würde jetzt ein konditioneller Verkauf machen, Eingabe mit der Menge 2. Und dann, wenn die ausgeführt wird, dann verkaufe ich natürlich die aktuelle Position und habe dann noch eine, und danach habe ich dann natürlich noch eine Short-Position drin. Das können Sie natürlich auch so machen, ja. Und nicht nur über die Position umkehren Funktion. Okay? Sie haben auch gesehen, ich habe jetzt ein Limit eingestellt und ich kann das auch im Chart dann entsprechend verändern. Das muss ich dann einmal noch mal bestätigen und dann habe ich das dann entsprechend hier weiter runtergesetzt oder können auch näher kommen und so weiter. Das ist auch möglich. So, ja, dann nochmal zu den Hochtiefzonen. Das Einzige, was Sie dann natürlich noch machen könnten, ist einstellen, welchen Zeitraum der Chart dann für die beiden Punkte betrachtet werden soll. Also jetzt hier im 1-Stunden-Chart täglich bedeutet, der schaut sich an, wo waren die Höchst- und Tiefkurse also heute und hier haben Sie dann Möglichkeit, 5 Tage einzustellen und so weiter. Das können Sie natürlich, wenn Sie jetzt mehrere Charts hätten, dann jeweils anpassen. Das wäre nicht das Problem. Ja? Gut. Jetzt haben wir schon über 1 Stunde, aber machen wir noch ein bisschen, weil es sind ja doch sehr viele Fragen. Genau, ja. Ja, jetzt habe ich Ihre Frage verstanden. Und zwar ist es etwas umständlich, aber machbar. Sie können dann hier unter Hochtief, also rechte Maustaste, Chart-Eigenschaften, Hochtiefzonen, Sie sehen, für jede Zeiteinheit können Sie das einstellen. Das ist nicht nur eine Einstellung dann für den jeweiligen Chart, sondern tatsächlich für jede Zeiteinheit. Also man hat da versucht, dem Trader sehr viel Einstellmöglichkeiten zu geben. Ja? Deswegen tauchen dann die zwei Zonen immer wieder auf. Okay, also Sie haben auch hier, wenn wir schon hier drin sind, also Chart-Eigenschaften, Sie haben hier natürlich auch alle Möglichkeiten, was wir eben schon einmal uns angeguckt haben, bezüglich Anzeigen, Ausblenden, hier Fadenkreuz, Quotenplatte, aktuelle Kurslinie und so weiter.
Es gibt halt Trader, die wollen lieber den Chart sauber haben, also dass da sehr wenig sind. Und dann haben Sie hier noch Verschiedenes. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an. Bezüglich der Informationsblasen finden Sie das unter Schichten, ja. Da können Sie das alles einstellen, aber ich finde, hierüber ist es deutlich schneller, das Ganze. Übrigens, wir wollen den Chart auch mal hier hinzufügen, dann machen wir das auch. So, haben Sie das nochmal gesehen? Und ich kann das natürlich vergrößern mit dem Doppelklick in der oberen Leiste und mit dem Doppelklick wieder zurück, bin ich wieder klein und kann den Chart entsprechend wieder andocken. Auch hier auch eine wichtige Information: Mit der rechten Maustaste darauf achten, dass andockbar angeklickt ist, denn sonst haben Sie nicht die Möglichkeit, das Fenster anzudocken. Schwebend, dann ist das Fenster wirklich unabhängig vom Hauptfenster und Sie können das, wie Sie sehen, verschieben, wohin Sie wollen. Aber Sie können das nicht wieder einbinden, ne? Sie sehen, es kommt keine Funktion mehr. So, wenn ich wieder auf andockbar mache, dann entsprechend kann ich dann wieder hinzufügen. So, nächste Frage. Dann schaue ich mal, die Zeit ist ja wirklich fortgeschritten. Also ein zweites Webinar, da kommen wir gar nicht drum herum. Es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen. Das werden wir dann selbstverständlich machen. Merken Sie sich das Datum, 3. November. Dann schaue ich dann ganz wichtig noch, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, Indikatoren hinzufügen, wie Sie das hier machen können. Ich mache das ruhig größer in dem Fall. Hier Indikatoren hinzufügen. Dann haben Sie hier alle Indikatoren, die zurzeit vorhanden sind, in der Liste drin. Ja, können Sie hier alles durchgehen, Pivotpunkte und so weiter. Können Sie sich ja alles in Ruhe mal angucken. Sie haben auch benutzerdefinierte Indikatoren, das heißt, wenn Sie jetzt selber Indikatoren geschrieben hätten oder integrierte, das sind die, die dann hinzugefügt werden. Und was hier neu ist, Sie haben Handelssysteme. Und ja, das werden wir mal einmal ganz kurz machen. Auch hier müssen wir den Risikohinweis bestätigen. Dann habe ich Sie, ja, mit Doppelklick können Sie das Fenster vergrößern. Dann habe ich vielleicht doch Ihre Frage beantwortet. Gut, genau, hier Handelssysteme. Wählen wir jetzt zum Beispiel hier CCI Cross. Wir lassen das jetzt einfach, damit Sie sehen, wie das überhaupt alles aussieht. Ich werde hier mal Quotenplatte entfernen. Haben wir hier sogar während des Webinars auch hier noch ein bisschen Gewinn gemacht. Und ja, so sieht das dann letztendlich aus. Sie sehen, im Chart sind so Pfeile, ne? Rot für Short, blau für Long. Können Sie natürlich alles vorher einstellen, auch die Farben. Und das sind die Signale, die wir mit diesem System erhalten haben. Und ja, im Moment ist das so eingestellt, dass das nur angezeigt wird. Okay, das werden wir noch entfernen. Und wenn wir hier draufklicken, also mit der rechten Maustaste, könnten wir dieses Handelssystem starten. Und er würde dann auch für uns automatisch handeln. Deswegen bitte vorher hier alles einstellen, ja, damit auch entsprechend, falls Sie das machen möchten, hier die Menge, alles auf eigenes Risiko, bitte darauf achten, ja, keine Empfehlung unsererseits und müssen Sie sich bitte auch über das Risiko im Klaren sein. Wenn ich jetzt hier, wie gesagt, auf Start klicke, dann würde jetzt automatisch beim nächsten Signal dann für mich handeln. Im Moment sieht es nicht so aus. Der müsste ja, dieses Cross-System ist ja, wenn er entsprechend die 100er-Linie oder minus 100er-Linie entsprechend kreuzt, würde er dann
eine Position eingeht. Sie sehen ja hier, na, plus, nach von unten nach oben gekreuzt und dann ist er hier long gegangen. Also Sie sehen, auch hier haben Sie die Möglichkeit, entsprechend auch automatische Systeme hinzuzufügen. So, dann verkleinern wir das wieder. So, meine Damen und Herren, das waren ja erstmal die Grundlagen, wo Sie was finden. Ich weiß, Sie haben noch sehr, sehr viele Fragen. Wir verbleiben dann so, dass wir im nächsten Webinar natürlich dann, ich werde schauen, dass wir noch ein, zwei Sachen durchgehen, die ich Ihnen dann zeigen kann. Und eventuell machen wir noch zwei Sachen, machen wir noch. Ja, möchte ich. Und zwar, was ich angekündigt, auch schon am Anfang angekündigt hatte, und zwar hier einmal die Nachrichten, die Sie ja bekommen, finden Sie unter Ansicht Neuigkeiten. Ja, und Sie sehen hier alle Nachrichten, das sind verschiedene Feeds, die bereits für Sie integriert sind. Und dann können Sie tatsächlich dann hier News lesen für manche Trader oder für sehr viele Trader, die auch fundamental ihre Analyse machen, eine nützliche Funktion. Und das könnten Sie zum Beispiel einfach irgendwo anordnen. Das machen wir dann nächstes Mal, wie wir unser Layout am besten oder funktionell vielleicht am besten für den einen oder anderen einstellen können oder erstellen können. Ja? Machen wir dann nächstes Mal. Und dann vielleicht noch ganz wichtig, Wirtschaftskalender. So, da haben Sie auch aktuell dann alle Wirtschaftsdaten, die jetzt rauskommen, für die ganze Woche, auch sehr, sehr wichtig oder kann auch wichtige Informationen uns geben. Und Sie sehen auch hier Einfluss, Medium, Low, gut. Und da wird auch ein High dabei sein. Hier natürlich dann für den neuseeländischen Dollar. Können Sie dann entsprechend auch hier irgendwo anordnen, so dass Sie das immer im Blick haben. Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ja, die Aufzeichnung. Ich zeige Ihnen sehr gerne, wo es die Aufzeichnung geben wird. Wir versuchen das so schnell wie möglich online zu stellen. Und zwar werden Sie das unter Training, Videos und dann FlatTrader Pro Training, ja? Werden Sie dann das wie die Aufzeichnung sehen. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank für die Teilnahme und Aufmerksamkeit. Auch natürlich, natürlich auch für die Fragen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen, schon mal die ersten ja, Schritte in Ihnen zeigen, behilflich sein, da sich zurechtzufinden. Ich weiß, Sie haben sehr, sehr viele Fragen noch. Die versuchen wir natürlich alle zu beantworten. Falls Sie nicht bis zum nächsten Webinar warten möchten, dann bitte einfach sich bei unserem Service melden. Und ansonsten sehen wir uns dann am 3. November. Ich bedanke mich sehr, wirklich schön, dass Sie auch alle da aktiv waren. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, viel Erfolg noch beim Trading, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Wiedersehen.